Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge der Schmökerkiste. Wolfgang Mitschke grüßt Sie und ich, Hans-Ralf Schmidt, auch. Wir sehen uns ja schon seit mehreren Jahren und haben aber keine Angst, wir finden in der Schmökerkiste immer wieder was Neues, von dem wir hoffen, dass Sie es nicht so genau kennen und wir Ihnen noch eine Anregung geben können. Heute ist das kein Buch, sondern wir haben hier eine ganze Reihe aufgelegt. Und zwar kommt das daher, links neben der Flora-Kaufstelle oder Kaufhalle, wie es nur heißt. Flora-Park. Flora-Park, danke schön. Da ist eine Straße, an der steht kein einziges Haus und deswegen habe ich auch immer gerechnet, ich fahre nebenbei gar kein Auto, wenn ich da lang fuhr. Da ist das keine richtige Straße in Magdeburg. Und eines Tages habe ich festgestellt, da steht doch ganz neues blau-weißes Straßenschild. Ja. Ede- und Umkuhweg. So hatte ich das ungefähr gelesen und habe aber gedacht, ja, du weißt, was das ist, aber das kann da unmöglich sein. Und habe auch auf dem Stadtplan nachgeguckt, steht es gar nicht drauf bis jetzt. Und dann habe ich mich mal durch Zufall bei meinem literarischen Freund und Mithelfer erkundigt. Und da der auch alles sammelt, jeden Zeitungsausschnitt, der was mit Literatur in Magdeburg und Umgebung zu tun hat, hat er mir sagen können, dass sogar unser Oberbürgermeister und noch einige vom Stadtversammlung, nehme ich an, das eingeweiht haben und diese Straße hat einen Namen bekommen, Ede und Umkuh. Weg. Ich nehme an, ältere Zuschauer werden das irgendwie kennen als ein Kinderbuch. Und man fragt sich natürlich in dem Moment, ja, was soll der Weg da nun mit einem Kinderbuch was zu tun haben? Aber es ist tatsächlich so und wir haben nun inzwischen erfahren, da war ein Sammellager und das hat schon keinen guten Ruf, schon allein das Wort. Und da suchte die faschistische Staatsregierung mit ihren ganzen Verzweigungen, die sammelten dort sogenannte Zigeuner. Das heißt, Leute, die eigentlich nicht an einer bestimmten Stelle wohnten, sondern durchs Land zogen und ihrer Arbeit und auch ihrer Kunst dabei nachgingen, die gehörten nicht zur deutschen Volksgemeinschaft, sollten gesammelt werden. Und wir wissen ja heutzutage, was das am Ende dann für ein Ziel war. Und dieses Ziel erreichten sie, aber es verließen sie meistens nicht, weil sie dann schon nicht mehr am Leben waren. Also das hat es tatsächlich gegeben. Und es ist schön, dass in Magdeburg daran erinnert wird. Und wir wollen das heute auch machen. Dazu müssen wir aber eins vorweg sagen, weil sicher wieder welche finden und sagen, die sagen der Zigeuner wieder, das sollte man ja gar nicht sagen, weil diese Angehörigen dieser Menschengruppe sich ja Sinti und Roma nennen. Bloß wir werden heute dabei bleiben bei Zigeuner, weil wir ja literarische und bildkünstlerische Beispiele haben und die heißen eben nicht Sinti und Roma. Und andererseits muss man ja auch sagen, in der Speisekarte wirst du auch kein Sinti- und Roma-Schnitzel finden, hast du Schwierigkeiten. Aber ein Zigeunerschnitzel, da kann sich noch jeder was drunter vorstellen. Ich habe auch noch kein Theater gesehen, das jetzt die Operette spielt, der Sinti- und Roma-Baron. Nein. Das heißt Zigeunerbaron. Es ist eben in der Zeit so entstanden und da kann man mit Umbenennungen später eigentlich gar nichts mehr besinnen, denn es hat sich so herausgestellt, es hieß in der Zeit so und unsere deutschen Dichter, die sich damit befasst haben, sind auch nie auf die Idee gekommen, Sinti und Roma, weil, wenn man ganz ehrlich ist, beide Begriffe nennen auch die Angehörigen der Gemeinschaft auch nicht, sondern sie sind dann entweder Sinti oder Roma und nun möchte ich aber damit aufhören, weil ich Ihnen auch nicht sagen kann, weshalb die Sinti und Roma heißen.
denn die geschichtlichen Verhältnisse sind ganz schlecht. Wir haben ja darüber keine Urkunden und die haben ja auch selbst gar keine Urkunden gehabt, als, sagen wir mal, als Landreisende. Von ihrer Herkunft her? Ja, von der Herkunft. Die Wissenschaftler nehmen an, ein Teil derjenigen ist aus Indien gekommen und dann über Kaukasus so langsam hier in Mitteleuropa angekommen. Und die anderen sagen, ja, die sind aber nicht da lang gekommen, sondern die stammen aus Ägypten und sind über die nordafrikanischen Länder, Spanien, dann zu uns gekommen. Auf jeden Fall waren es Menschengruppen, die eigentlich zur Bevölkerung gehörten. Sie hatten nicht besondere Vorrechte an manchen Landesteilen oder Landschaften waren sie auch nicht beliebt, weil sie angeblich nicht Christen waren. Dabei muss man sagen, wo sie auftauchen, waren sie immer Christen und sind ja auch lange Zeit über die Juden gehoben worden, weil sie der römischen katholischen Kirche angehörten. Und mit dem Ede- und Unku-Weg wissen sie genau Bescheid. Und jetzt erfahren Sie, das Buch sehen Sie ja schon vor sich. Und das werden viele kennen, das ist eine Schulausgabe aus der DDR. Ja, das zeige ich Ihnen mal hier. So sieht es aus. Es gab es natürlich auch gebunden, aber es war Pflichtliteratur in unseren Schulen bis zur Wende, also zur Lesezeit in der DDR. Und in dem Buch geht es also um Folgendes. Ein Berliner Arbeiterjunge, der Ede, lernt in der Stadt, in seinem Stadtgebiet, eine Zigeunerin kennen, eine gleichaltrige Zigeunerin. Und die beiden kommen ins Gespräch und sie freunden sich an. Und eines Tages, diese Zigeuner erzählt ihm natürlich, wo sie herkommt. Und zwar macht sie gerade Winterquartier mit ihrer Familie. Und dieses Winterquartier besteht darin, dass ihr Wohnwagen, sie wohnen immer noch im Wohnwagen und der Wohnwagen ist pferdegespannt. Und mit diesem Wohnwagen und mit diesen Pferden sind sie auf einem Hinterhof direkt im Stadtinnern. Und dort machen sie also die Zeit über Winterpause, während sie weiter arbeiten, denn sie müssen ja ihr Leben verdienen. Der Vater ist ein Darsteller auf Jahrmärkten und die Mutter geht hausieren mit Dingen, die sie selbst herstellt. Und die Kinder müssen auch auf die Straße und müssen ja leider auch betteln, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Zigeuner waren damals ganz, ganz ärmliche Leute, die von Stadt zu Stadt zogen und sich dadurch eben übers Leben hielten, bekamen natürlich durch dieses Betteln und auch mal durch Mundraub einen besonders schlechten Ruf. Ja. Aber es war eben so, sie waren die Ärmsten der Armen, möchte man schon sagen. Das ist richtig, ja, das würde ich auch sagen. Nicht? Und in diesem Buch wird also geschildert, wie der Ede zusammen mit seinem Freund Maxe dort in diesen Hinterhof geladen wird von Unku. Mhm. Und sie können in einen Wohnwagen hinein, werden dort empfangen, ganz freundlich von der Großmutter. Die Großmutter spielt bei den Zigeunern immer eine ganz besondere Rolle. Ja. Und auch Verwandte stoßen dazu, auch eine Freundin von der Unku, die eine ganz besondere Wichtigkeit nachher noch in meinen Ausführungen haben wird. Also die kommen alle zusammen und empfangen diesen Jungen. Und die Geschichte geht dahin, Edes Vater, der ist arbeitslos. Das war damals die 20er Jahre, wo die das Klassenkämpfe... Das Buch ist von 1931, ja. Also da ist es erschienen. Ja, aber die Geschichte spielt eben schon vorher zum Teil, wo die Klassenkämpfe in Berlin sind, wo die arbeitslos protestieren und es gibt da also Streiks. Und der Vater von dem Unku, von dem Ede, der ist beispielsweise Streikführer und wird von den Zigeunern
in Sicherheit vor der Polizei gebracht. Also da sieht man also auch eine gewisse Solidarität auf dieser Ebene, auf den armen Zigeunern und auf den armen Arbeitern. Und man muss auch mal sagen, wir haben es ja noch gar nicht erwähnt, die Verfasserin hat ja auch sich so ein Pseudonym gegeben. Sie heißt Alex Wedding, das sind also Berliner Arbeiterbezirke. Und sie stammt aber da nicht her, sondern man sagt ja immer, diejenigen, die außen sind, können meistens besser die Übersicht bewahren. Also Grete Weißkopf heißt sie als verheiratete Frau. Die stammt ursprünglich aus Salzburg, ist eine Österreicherin, hat nichts weiter, hat aber richtig gelernt, aber Schriftsteller kann man ja nicht so richtig lernen, sondern sie ist Buchhalterin gewesen. Und später hat sie sich hochgearbeitet zur Buchhandlungsfrau und da hat sie dann auch ihren Mann kennengelernt, sein promovierter Mensch, Franz Karl Weißkopf. Und als sie den geheiratet hatte, der war Kommunist, kann man nicht anders sagen. Ja. Obwohl das damals noch eine sozialdemokratische Abspaltung war, in Österreich jedenfalls. Und sie ist dann vor den Faschisten mit ihrem Mann nach Prag gegangen. Da haben sie sogar Staatsbürgerschaft angenommen. Und dann auch noch über Frankreich, und das wurde ja auch überfallen von den Faschisten, dann nach den USA, sind aber immer weiter politische Kämpfer gewesen, vor allen Dingen dann für ihre zweite Heimat. Und so ist nach 1945 der Herr Weißkopf auch Botschaftsrat für die CSR in den USA geworden und dann Botschafter in Schweden und lange Jahre in China, das ja erst entstanden. Und da ist seine Frau mal mitgegangen und ich kenne gar nicht Ede und Unku aus dem Buch damals, sondern ich las voller Begeisterung das eiserne Büffelchen, das sicher auch viele unserer älteren Zuschauer noch kennen, denn das war ein äußerst beliebtes Kinderbuch, weil man dort etwas über das Land erfuhr, das man damals ja, weil es kein Fernsehen gab und nicht so etwas, gar nicht richtig sich vorstellen konnte. Aber jetzt merkte man, aha, das sind die Kinder mit den gleichen Sorgen und die Eltern haben auch nicht alle das Himmelreich gepachtet. Also das ließ sich sehr gut lesen. Und Grete Weißkopf ist deshalb auch Mitglied der Akademie der Künste der DDR gewesen. Ja, ich will hier mal ein kurzes Stück aus dem Buch lesen. Und zwar die Stelle, wie Ede und Maxe, wie die beiden zu den Zigeunern ihren Wagen kommen zu Besuch. Ede kletterte die drei Stufen der kleinen Leiter zum Wagen hinauf und klopfte an die angelehnte Tür. Niemand antwortete. Hoffentlich sind sie da. Edes Herz klopfte wie ein Pferdefuß. Er stieß die Tür auf und blieb wie angefroren stehen. Da stand ja Unkus Großmutter. Sie hatte Brabi, die weiße Katze, auf der Schulter und ein Baby auf dem Arm und eine Tabakspfeife im Mund. Brabi schnurrte vor Vergnügen wie ein Propeller. Ede drehte seine Mütze in den Händen. Denn das tat er immer, wenn er sehr verlegen war. Und die Mütze bei sich hatte. Fast hätte er zu grüßen vergessen, aber Maxe gab ihm von hinten einen Stoß, denn der stand noch immer auf der Leiter und konnte nicht rein. Und da flog Ede zwei Schritte weiter, fast bis an die andere Ende des Wagens und kam zur Besinnung. Die Großmutter lachte. Ede legte seine Mütze beiseite und gab ihr die Hand und stellte seinen Freund vor. »Gleich, Jungs«, sagte die Großmutter und kratzte sich mit einer Haarnadel nachdenklich am Kopf. »Gleich hole ich die Unku, wenn ich bloß wüsste, wo das Kind steckt.«
und damit lief sie aus dem Wagen. »Ich falle von der Leiter«, meinte Maxe, der heute aus dem Staunen nicht herauskam. »Blumentöpfe haben sie auch, ganz wie bei uns.« Edes Augen liefen wie zwei Scheinwerfer durch den Wagen. Ein winziger Kanonenofen stand da drin, ein kleiner Tisch, zwei Schemel, ein schmales Bett und am Fenster sogar ein verwitterter Schaukelstuhl. Ede probierte ihn natürlich, neugierig sogar, wie immer, gleich aus. Er wippte damit auf und ab, dass der ganze Wagen wackelte und eine blaue, rußige Petroleumlampe, die von der Decke hing, so zu zittern begann, dass die Fliegen aus dem Schlaf erwachten und ärgerlich davonflitzten. Sitzen in einem Märchenstuhl ließ sich alles so gemütlich betrachten. Ein nacktes Negerpüppchen, das auf einem Bett lag, auf dem Kleiderschrank neben dem Bett stand ein Bild von Charlie Chaplin mit seinem kleinen runden Hut und dem Stückchen, daneben tanzendes Fräulein aus Gips, dem leider der Kopf fehlte. Das rot gestreifte Bettzeug, Maxe, die Bude gefällt mir. So, einmal ganz kurz Auszug. Ja, ja, natürlich. Aber ich habe auch einen Auszug. Und zwar ist das aber nun Johann Wolfgang von Goethe. Oh ja. Denn von dem gibt es auch, das wissen wir meistens nicht, ich habe es auch vorher nicht so richtig gewusst, ein Zigeunerlied. Und ich werde auch mal da eine Probe daraus lesen. Es war also für Goethe auch etwas, kann man sagen, Exotisches, ja. Etwas, was eben auch nicht seine Welt war, sondern er hatte sich danach gekümmert. Und das Zigeunerlied beginnt: Im Nebelgeriesel, im tiefen Schnee, im wilden Wald, in der Winternacht. Ich hörte der Wölfe Hungergeheul, ich hörte der Eulen Geschrei. Wille, wau, 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 Wille, wo, wo, wo. Vitohu. Und jetzt lese ich aber nicht alle Strophen vor, sonst kriegen Sie langsam das Gruseln. Dieses Gedicht wird bei ihm in einem Schauspiel verwendet, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber das hat auch einer seiner Freunde für ein Schauspiel benutzt, das sie unbedingt spielen wollten und in dem sie Goethe eine Hauptrolle gegeben haben. Und man ist erstaunt, Goethe spielt den Zigeunerhauptmann in einem Schauspiel, das sein Freund gedichtet hat. Aber dieses Gedicht, was ich eben vortragen versucht habe, das steht da drin. Und hier liest man: Einen unvergesslichen Abend erlebte man durch das Zigeunerstück Adola und Hilaria. Es wurde im Walde bei Ettersburg im Sommer 1780 gegeben, als der Herzog Karl August unter Hörnerklang mit seiner Weidgenossen, also mit seiner Jagdgesellschaft, auf den Schlosshof zurückkehrte, fuhren gerade die Wagen ein, die die Gäste aus der Stadt Weimar brachten. Bald ward es dunkel und nun gab Herzogin Amalia durch Händeklatschen das Zeichen, dass das Spiel beginnen würde. Schnell wurden bunte Lampen zwischen dem Schloss und dem Naturtheater angezündet und die Zuschauer gingen in dieser leuchtenden Gasse in den Wald zu einem Platz, der von unten her und von den Bäumen herab durch Fackeln und anderen Lichter erhellt war. Hier sah man ein Zigeunerlager angedeutet. Auf einem Feuerherd aus Rasenstücken schwelte glimmende Asche und in der Nähe waren Strohhütten aufgebaut. Nur dem Hauptmann der Zigeuner, Adola, sah man zunächst, er ward von Goethe vorgestellt, nicht. Und weil ihm die Rolle auf den Leib geschrieben waren und so weiter und so fort, können wir uns ersparen. Jedenfalls Goethe hat sogar so im Wald bei Ettersburg so ein Zigeunerlager nachts mit Rasenherd aufbauen lassen. Und von seinem Lieblingsmaler in Weimar wurde es auch gemalt. Man kann es heute noch besichtigen. Und es ist erstaunlich,
weil mir sonst sagt, Zigeuner, das ist doch was, womit gar keiner zu tun haben wollte. Nein, Goethe hat das sogar gespielt, offensichtlich mit Freude. Allerdings kann ich den Schluss verraten, er muss nachher feststellen, es wird nichts. Er liebt nämlich diese Zigeunerprinzessin und bekommt sie aber nicht, weil er nicht so ein richtiger Landstreicher werden kann, wie man es da werden muss. Aber sie haben das Stück gespielt und Goethe wird entlassen von der Naturbühne, indem die anderen ihn verhöhnen und sagen, lass den Kopfhänger zum Henker gehen. Naja, das ist ja auch der nächste Weg dann. Genau. Ich habe hier ein Zigeunerlager, einen wunderschönen Holzschnitt von dem Künstler Otto Pankok. Otto Pankok, der hat in den Anfang der 30er Jahre mehrere Jahre unter Zigeunern gelebt und hat also einen hervorragenden Bildband hinterlassen, aus dem ich noch etwas zeigen möchte. Aber hier mal so ein Zigeunerlager mit den typischen Zigeunerwagen, wie wir sie sonst auch aus den Gesprächen noch kennen. Ich habe sie noch als Kind erlebt, aber nur ganz kurz, dann wurden sie ja eingesammelt, sage ich mal, und verschickt. Aber ich sehe gerade, da steht auch nicht Sinti und Roma drauf. Nein, hier steht Zigeuner drauf. Es ist ja auch damals der Begriff gewesen. Und jetzt möchte ich noch mal Unku vorstellen. Hier, das ist sie natürlich nicht, aber ich nehme mal dieses Bild heraus, diesen Holzschnitt, den ich so schön finde, mit dieser jungen Zigeunerin. Und ich habe mich natürlich mit Unku beschäftigt. Ich habe Literatur, weil ich ein bisschen Zigeuner-Fan bin, muss ich mal so sagen. Ja, Fachmann. Ja, habe ich Literatur gesammelt, stelle nachher auch noch was vor. Und da habe ich mich mit dem Schicksal der Unku beschäftigt. Ja, das müssen wir vielleicht noch mal sagen. Man hat ja bei solchen literarischen Arbeiten meist das Gefühl, das ist ausgedacht, ja, das sind irgendwelche Dinge. Aber das gibt es nicht. Unku hieß eigentlich Erna Lauenburger. Erna Lauenburger in der Sinti-Familie. Und diese Familie hat also im Berliner Raum gelebt, auch nicht nur im Winterquartier, bis zu ihrer Deportation. Und da gab es vor der Deportation, hat sich die evangelische Kirche in einer Mission mit diesen Zigeunern beschäftigt. Die wollten natürlich die Kinder vor allen Dingen aus diesem Elend herausholen und wollten sie mit Schulbildung und dann weiter fördern. Das ist aber damals nicht so richtig gelungen. Aber diese Dame, Frieda Plinzner heißt sie, die hat wirklich gelebt und hat eine Menge Literatur hinterlassen, eben auch über das Leben der Unku. Und die Unku hat, also Unku heißt eigentlich, ist ein Spitzname, Unku heißt eigentlich Frosch Lurch. So hat die Familie ihre Tochter genannt. Die haben damals also in diesem Zigeunerlager gelebt. Und der Journalist Reimer Gilsenbach, ja, ein ganz bekannter Literat und Forscher, und hat auch Literatur über Zigeuner geschrieben und hat mich mal durch eine Ausstellung mit Otto Pankok geführt, weil ich ihn eben auch von der Buchhändlerseite her noch kannte. Und der hat fest mitgeteilt und hat das erforscht, dass die Unku so in ungefähr 33, 34, 35 Mutter geworden ist, hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Und dieses Mädchen ist als Mischling geboren. Und die ist zuerst das Opfer der Nazis geworden, ist sofort vergast worden, wie sie im KZ Birkenau waren. Und Unku hat das psychisch nicht verkraftet, ist krank, sehr krank geworden. Und da hat man sie einfach in das Lagerkrankenanstalt gebracht und dort zu Tode gespritzt. Also so ist das. Und es gibt also auch noch ein weiteres Zeugen aus dieser Zeit. Eine Sintiza nennt man das. Das ist eine alte Zigeunerin, die nannte man Sintiza. Und die hat dem Gilsenbach mitgeteilt,
dass die Freundin von Unku, die hieß Kaula, die einzige gewesen ist, dieses ganze Vergasen und Vernichtung überlebt hat. Und die Kaula hat ihm also auch wertvolle Hinweise zum Leben der Unku gegeben. Ja, da muss man sagen, zu der Zeit, als Goethe gelebt hat, brach ja so langsam die literarische Epoche und künstlerische Epoche sowieso der Romantik an. Und da ist das Merkwürdige, für die Dichter und Künstler waren diese Zigeuner eigentlich Vorbilder. Warum? Da die lebten nach dem Streben der Romantiker, nämlich ungebunden, zogen dahin, wo es ihnen passten, auch wenn sie da keine große, wie soll man da sagen, Resonanz? Ja, dass sie eben keine großen Wohnungen sich einrichten konnten und sammelten Geld an und so, das fiel alles aus. Sie lebten also, wenn man genau will, in den Tag hinein, hatten aber trotzdem Ziele und Aufgaben, die wir als Außenstehende vielleicht gar nicht so erkannt hätten. Auf jeden Fall wusste selbst mein Großvater noch, was Zigeuner machen. Nicht nur, dass sie überall rumziehen, sondern sie handeln mit Pferden. Mhm. Und nicht so, wie wir es als im Kindergarten gesungen haben. Die Zigeuner sind lustig, die Zigeuner sind froh. Sie verkaufen ihr Bettchen und schlafen auf Stroh. So ungefähr. Ja, also jawohl. Das ist also eigentlich eine ganz schlimme Sache. Aber wir haben es eben begeistert als Kinder gesungen. Ja, aber es hat auch Zeiten gegeben, wo tatsächlich Schriftsteller gesagt haben, wir schließen uns denen an. Ja. Haben nach einer Zeit gemerkt, so ganz klappt es nicht, weil wir zum Beispiel keine eigene Literatur hatten und so etwas. Das konnten sie ja nun mit wirklich nicht haben, aber es war eine andere Sache, war Kesselschmiede. Ja. Das waren Fachleute, die eben aus den kaputten Kesseln, die man aber dringend brauchte fürs Viehfüttern und was weiß ich, warmes Wasser auf dem Bauernhof zu haben, da verstanden die was davon. Auch Korbflechter waren sie. Auch Korbflechter, da hatten sie ja das Material sozusagen am Wegesrand wachsen und hatten die Zeit, du hast ja vorhin schon gesagt, sie haben auch hausiert. Das war natürlich ein Vorteil für einen Zigeuner, wenn seine Frauen, die da Großmutter und Tochter und alle das verstanden, dann konnte er auf jeden Jahrmarkt fahren und wurde in kurzer Zeit solche Körbe los, denn die waren Qualität, wie man heute sagen würde. Die waren nicht nur einfach so hingefuscht, sondern die hatten Zeit dafür und stellten die her, so dass sie sie auch gut verkaufen konnten. Ich kenne sie auch noch, die Zigeunerinnen, als Wahrsager. Ja. Als Wahrsagerin. Also mir hat mehrmals eine Zigeunerin im Ausland, also in Polen, in Ungarn, irgendwie bin ich ja immer mit Zigeunern irgendwie zusammengekommen. Ja. Und da wollten sie mir immer wahrsagen. Einmal haben sie mir wahr gesagt und das war ganz schlimm. Also demnach müsste ich gar nicht mehr leben. Naja, dann hast du die Richtige nicht erwischt. Aber es ist ja amüsant, du kannst ja noch losgehen und kannst dir die Karten selbst legen. Denn wer es nicht glaubt, die Zigeuner-Wahrsagekarten gibt es immer noch zu kaufen. Die werden hergestellt, die meisten kommen aus Österreich. Die sehen alle schön bunt aus und ich habe mich neulich herzhaft amüsiert in der Fernsehsendung Bauer sucht Frau, dass der Bauer da so eine Frau jetzt hatte. Und die stammte wohl irgendwie vom Balkan oder so aus der Richtung. Und dann wurde gezeigt, dass sie zuerst mal ihre Zigeuner-Wahrsagekarten vorholte und jetzt tatsächlich sich die Karten legte und danach aber feststellte, dass der Bauer was für sie wäre. Der hat gestaunt, weil die das alles aus den bunten Bildern ablesen konnte, wo wir wahrscheinlich nicht drauf gekommen wären. Aber das ist so. Und dann kommt noch dazu, ich habe mir hier so eine Biografie mitgebracht, eigentlich ist es ein Memoirenbuch von Adelheid von Veit, einer preußischen Adligen. Und die hat geschrieben in ihren Lebenserinnerungen,
dass die Zigeuner auch ihr Schloss regelmäßig im Sommer besuchten. Man konnte beinahe Kalender nachnehmen. Im Frühling kamen die anmarschiert, kamen in den Schlosspark. Dann wurde alles zusammengeholt von Dorfbevölkerung und von Verwandtschaft, weil die so etwas aufführten wie Zirkus. Sie hatten die Pferde, mit denen die eigentlich die Wagen ziehen mussten, hatten sie dressiert. Und dann hatten die Frauen, da sie ja auch andere Kleidung trugen als die normalen Menschen dort in den Dörfern, in den brandenburgischen Dörfern sind sie ja, die hatten also Kostüme an, die auch für die Leute sehr merkwürdig wirkten. Und dann führten sie Kunststücke vor. Also sie konnte sich hier noch darauf besinnen, dass einer dieser Zigeuner tanzte und hatte dabei ein Schwert auf der Nase stehen. Sie haben ja auch musiziert, überall auf Jahrmärkten. Das sowieso. War und heute noch in Spanien natürlich Flamenco-Tänzerinnen. Ja, das stimmt. Muss man erlebt haben. Ja, das sind auch keine Spanierinnen. Nein, das sind auch Zigeunerinnen. Zigeuner. Aber ich habe hier auch mal so ein Bildchen nochmal. Ja, mach mal. Von Bangkok. Ein geigenspielender Zigeuner. Ja, da gab es ganze Kapellen und die reisten durch Europa in den feinsten Hotels und Restaurants und machten da Musik. Und das war gar keine ungarische, wie man dann meistens sagte, sondern das war ihre eigene. Die aber niemand, da die auch nicht ausgebildet waren, vielleicht aufschrieb oder so. Die Komponisten haben es nachempfunden, wenn man Franz Liszt erwähnt, ungarische Rhapsodien oder Brahms. Ungarische Tänze, Brahms. Und da gibt es noch eine ganze Menge. Auch Johann Strauss, Vater und Sohn, haben da Anregungen genommen. Und die heißen dann auch teilweise so. Sind natürlich auch in die Operetten eingeflossen, die ja bis heute noch gespielt werden. Und vor allen Dingen in Zigeunerliebe oder Gräfin Mareza. Richtig. Und die sind auch eingeflossen in selbst Schlager noch. Denn wenn du hörst, Leutnant, warst du einst bei den Husaren, dann ist das überhaupt nicht, hat das damit überhaupt nichts zu tun, sondern das sind in dem Stil Nachgeahmte. So, nun aber zurück zu der Adelheid von Veit. Ich will noch mal einmal hier noch so einen schönen musizierenden Zigeuner zeigen. So. Gut. Und jetzt sage ich, was die Adelheid hier erzählt. Sie ist ja damals ein Kind und sie ist völlig begeistert von dem, was da auf dem Schlossplatz geboten wird. Und dann fällt einer ihrer Verwandten, auch in ihrem Alter, so 12, 13 Jahre, fällt plötzlich um. Und das wissen die Leute, der hat immer epileptische Anfälle. Und der ist nun gerade wieder da, als jetzt hier diese Abwechslung für die Leute mal ist. Und dann bricht natürlich die Vorstellung zusammen. Aber niemand kann dem Jungen helfen. Alle Hausmittel versagen. Und dann kommt die Zigeuner Großmutter. Und die sagt, wenn sie einen blanken Silbertaler bekommt, dann hilft sie dem Jungen. Und das halten die natürlich alle für Unsinn, weil der Arzt auch dabei ist und der hat das schon zigmal probiert, das wird nichts. Und sie holt etwas, was das Mädchen später beschreibt als irgendeine schwarze Wurzel oder sie hat gesagt, es konnte auch aussehen wie ein schwarzer Krebs oder so etwas. Und davon reibt sie Pulver und bringt dem Jungen das mit Gewalt in den Mund. Und im Nu ist der Junge plötzlich von der Epilepsie geheilt und fragt sogar die ringsumstehenden, weshalb sie überhaupt stehen. Er weiß davon überhaupt nichts mehr. Und die Zigeunermutter sagt, er wird es nie wieder bekommen. Es ist nur eine Bedingung dabei, er darf nichts essen von einem Kopf. Also ein Fischkopf oder ein Hühnerkopf oder Gänsekopf oder meinetwegen auch ein Schweinekopf. Oder wenn das gegessen wird, dann kann sie, und sie ist nicht da, dann kann ihr niemand diese Schuld dann
zuschreiben oder so, sie hat es vorher gesagt. Das hat nach 12 Jahren ungefähr jeder wieder vergessen. Aber der Junge hat sich das gemerkt. Und der isst auch davon nichts. Und an dem Tag, wo er Offizier wird in der preußischen Armee, da wird ein großes Festessen für ihn gegeben. Und einer seiner Brüder, der weiß, dass der diesen Aberglauben immer noch anhängt, der sagt nach dem Essen zu dem, das war alles Unsinn, was die Zigeuner dir gesagt haben, denn du hast eben ein Frikassee gegessen und da war jede Menge Kalbshirn, also aus dem Kopf drin, und es ist ihm nichts passiert. In dem Moment, wo der das sagt, fällt der Offizier seitwärts vom Stuhl und hat wieder einen Anfall. Und auch da werden die Ärzte geholt und es wird nichts mehr. 2 Tage später ist er tot. Niemand hat ihm helfen können, denn die Zigeuner waren gerade nicht unterwegs. Das ist also so eine Sache. Hier sind allein 3 solche Geschichten von Zigeunern, die geheilt haben. Manchmal haben sie, eine Frau hat sich danach gerichtet, ist nie wieder was geworden. Aber in 2 Fällen haben die nach einer Zeit gesagt, ach, diese verschrobenen Leute, lass doch die, isst das oder macht das. Es passiert ja nichts, ist dir in den letzten 10 Jahren auch nichts passiert. Du weißt ja, wie sowas erzählt wird als Gerücht, da wird immer noch ein bisschen mehr draus gemacht. Aber ich glaube, der Frau von Veit, dass sie das so erlebt hat und in ihrer Familie so war. Und dass man eben vor Zigeunern auch ein bisschen Angst hatte, weil sie über solche Dinge Bescheid wussten, die hier noch nicht mal die studierten Mediziner kannten. Und das ist tatsächlich so gewesen. Und die Leute haben auch mehr den Zigeunern vertraut. Noch zumal, rechne mal 400 Jahre zurück. Da war es auf dem Lande, gab es überhaupt keine Ärzte, gab es noch nicht mal in der Stadt richtig. Und dann ist ja auch eigentümlich, die mittelalterlichen und spätmittelalterlichen Könige und Kaiser hier in Europa hatten alle Mediziner an sich, aber da, sogar eine Frau hatte eine weibliche Mediziner, und die gab es überhaupt nicht. Aber die waren Juden oder stammten von Zigeunern ab. Ja. Und die beherrschten so etwas, was nur mündlich weitergegeben wurde, was nirgends aufgeschrieben wurde, wo man also auch heute nicht nachgucken kann und sagt, was hat denn die für eine Wurzel da damals eigentlich gerieben, dass so ein schwarzes Pulver war und der davon nichts mehr spürte von seinen Anfällen. Naja, also das hat schon eine große Rolle gespielt. Ich möchte jetzt nochmal eines meiner Lieblingsgedichte vorlesen, die Zigeuner betreffen. Ja. Und zwar ist das von Nikolaus Lenau. Das ist sogar vertont worden, aber ich kann die Melodie leider nicht hier vortragen. Wir machen ja heute auch kein Konzert. Wir machen kein Konzert, nein. 3 Zigeuner fand ich einmal liegen an einer Weide, als mein Fuhrwerk in müder Qual schlich durch die sandige Heide. Hielt der eine für sich allein in den Händen die Fiedel, spielte, umglüht vom Abendschein, sich ein feuriges Liedel. Hielt der zweite die Pfeife im Mund, blickte nach seinem Rauche, froh, als ob er vom Erdengrund nichts vom Glück mehr brauche. Und der dritte behaglich schlief, und sein Zimmerl am Baume hing, über die Seiten der Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. In den Kleidern trugen die 3 Löcher und bunte Flicken, aber sie boten trotzig frei Spott den Erdengeschicken. Dreifach haben sie mir gezeigt, wem das Leben uns nachtet, wenn das Leben uns nachtet, wie uns verraucht, verschläft und vergeigt und es 3-mal verachtet. Nach den Zigeunern lang noch schauen musst ich im Weiterfahren, nach den Gesichtern dunkelbraun, den schwarzlockigen Haaren. Ja, das ist zu Recht ein sehr schönes Gedicht.
Und wenn ich mich aber recht besinne, auch wohl das Einzige, das von dem guten Nikolaus Lenau in dieser Richtung noch in Ordnung ist und noch einigermaßen bekannt ist. Zumindest gibt es immer noch Männerchöre. Ich wollte noch auf einen Dichter hinweisen, Achim von Arnim. Und wir waren ja bei der Romantik, und das ist einer unserer Romantik, der kaum gelesen wird. Aber das ist ein Buch, das ist auch in der DDR gedruckt worden. Nicht dieses hier. Das hier ist die Prachtausgabe schon nach dem Ersten Weltkrieg mit bunten, farbigen Bildern. Nein, der hat ja dieses Buch geschrieben, Isabella von Ägypten. Und wenn Sie jetzt hier uns gelauscht haben, wir müssen ja lange zum Ende langsam kommen, aber wir werden das mal fortsetzen. Ja. Da du gerade das schöne Buch hast von den Zigeunern. Ich würde ja auch noch gern Märchen vorlesen. Machen wir noch, aber wahrscheinlich das nächste Mal. Ja. Ja? Nehmen Sie uns nicht übel. Wir sind noch ganz gesund und kräftig. Und wir schaffen das noch ein paar Mal. Ich wollte Ihnen nur sagen, Isabella von Ägypten ist ein wunderschönes Buch. Leider kennen das gar nicht so viele Leute, wie es kennenlernen müssten. Aber vielleicht lesen Sie es mal. Wenn Sie ihr uns zugehört haben, dann werden Sie feststellen, aha, der Arnim als ein großer Romantiker, der hat hier alles eingebaut, was wir hier auch gemacht haben. Und zwar geht es hier darum, dass die Zigeuner, man hat ja heute sich angewöhnt, dass, wie es im Englischen ist, einen Clan bildeten, also eine Volksgruppe, die für sich war, die man von außen gar nicht so erkannte, gehört der dazu oder der, wissen wir gar nicht so genau, deswegen ja auch diese Schwierigkeit mit Sinti und Roma. Hier kommt Isabella von Ägypten, Kaiser Karl V., erste Jugendliebe. Da ist natürlich viel Dichtung dabei, aber andererseits auch sehr genau. Denn diese Isabella ist, wenn man nach ihm geht, ein Königskind. Der nennt es hier nicht König, sondern Herzog. Und den Herzog dieser Gruppe von Zigeunern, die hat man verfolgt. Und er ist gehängt worden, obwohl er nichts zu tun hat. Jetzt ist noch eine alte Zigeunerin, dieses heranwachsende Mädchen, sozusagen in einem Haus vor der Stadt versteckt, damit sie gar keiner sieht. Mhm. Aber sie haben so ganze Sachen, und da merkt man, wie wunderbar das zusammenpasst mit unserer Romantik. Sie hat zum Beispiel das Wissen, wie man einen, sagen wir mal, einen Bärenhäuter herstellt. Dann werden Sie sagen, Bärenhäuter kennen wir von Brüder Grimm, hoffe ich jedenfalls. Das ist dieser große Mann, der sich nie kämmt, wäscht und die Haare schneidet und so weiter. Da merkt man dann plötzlich, aha, das ist die alte Vorstellung von einem Zigeuner. Ein kräftiger Mann, der mit Pferden herumzieht und sich aber nicht so oft wäscht, wie wir vielleicht, wobei man damals sagen muss, wann haben die sich denn gewaschen? Die haben sich doch in der Romantik, auch im Schloss von Arnim, da suchst du die Wasserleitung aus der damaligen Zeit umsonst. Die sind, wenn sie mal Lust hatten, rausgegangen, mal kurz durch den Regen gelaufen, das war's Waschen. Mhm. Und dann haben die hier drin einen so merkwürdigen Menschen, den gibt es auch, und der arbeitet hier mit. Und das ist ein kleiner, naja, Zwerge sind ja immer klein, ein kleiner. Kleinwüchsiger. Ja, ein Kleinwüchsiger, aber der ist aus dem Sand unter dem Galgen rausgeholt worden. Oh weh. Ja, ein Alraun, dieser Alraun. Spielt in vielen Märchen eine Rolle. Ja, natürlich, hat er alles mit reingebracht. Die stammen aber alle aus dem Wissen der Zigeuner. Hier in meinem Märchenbuch, da sind so viele Könige, so viele Zigeunerkönige, hätte ich nie vermutet, die hier eine Rolle spielen in den Märchen. Ja, Sie sehen also, wir haben ein sehr interessantes Thema. Zumindest sind wir beide völlig begeistert davon. Ja, ich auch, ja. Und wollen wir uns von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern
herzlich verabschieden, wie wir sie begrüßt haben, und versprechen Ihnen, das nächste Mal gehen wir noch in den Zigeunerwald, wo die Zigeunermärchen sind. Genau. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Als Fortsetzung.